Hallo ihr Lieben, hier ist Tom. Schön, dass ihr angeschaltet habt. Möchtet ihr bald als Au-pair in Deutschland arbeiten oder braucht ihr das Visum zum Eheratennachzug? Dann müsst ihr mindestens das Sprachniveau A1 erreichen. Eine der bekannten Deutschprüfungen für die Niveaustufe A1 ist das Goethe-Zertifikat A1 Stadtdeutsch 1. In dieser Prüfung werden 4 Fertigkeiten geprüft, nämlich Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. In diesem Video werden wir uns erstmal mit dem mündlichen Teil der Prüfung beschäftigen. Ich werde euch zeigen, wie die Prüfung aufgebaut ist, was euch da erwartet, und dann machen wir ein paar Musteraufgaben. Also schaut euch dieses Video aktiv an und macht bei den Aufgaben einfach mit. Seid ihr bereit? Lasst uns anfangen! Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. In Teil 1 muss man sich kurz vorstellen. Dabei könnt ihr euch an den Stichworten auf dem Aufgabenblatt, das ihr von den Prüfenden bekommt, orientieren. Ich mache jetzt ein Beispiel. Ihr seht hier die Stichworte. Name. Mein Name ist Herr Mühen. Oder man kann auch sagen, ich heiße Tam Nguyen, also Vorname und Nachname. Alter. Ich bin Jahre alt. Ich bin 27 Jahre alt. Land. Ich komme aus Vietnam. Wohnort. Ich wohne in Albstadt. Sprachen. Ich spreche Vietnamesisch, Deutsch und Englisch. Beruf. Ich bin Lehrerin von Beruf. Falls ihr nicht wisst, welchen Beruf ihr gerade ausübt, schlagt das Wort im Wörterbuch nach. Und Hobby. Meine Hobbys sind Bücher lesen, Musik hören und kochen. Oder man kann auch sagen, ich mag Bücher lesen, Musik hören und kochen. Jetzt habt ihr 2 Minuten Zeit zum Üben. Wenn ihr mehr Zeit braucht, pausiert jetzt einfach das Video. Viel Spaß! Nachdem ihr euch fertig vorgestellt habt, werden die Prüfenden euch 2 bis 3 Fragen stellen. Zum Beispiel, wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Tam. Wie ist Ihr Familienname? Mein Familienname ist Nguyen. Können Sie Ihren Vornamen oder Ihren Familiennamen bitte buchstabieren? Mein Vorname ist T-A-M. Mein Familienname ist N-G-U-Y-E-N. Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist. Wie ist Ihre Hausnummer?
Meine Hausnummer ist. Meine Hausnummer ist. Wie ist Ihre Postleitzahl? Wie ist Ihre Postleitzahl? In Deutschland hat jede Stadt eine Postleitzahl. Zum Beispiel, ich wohne in Albstadt und die Postleitzahl von meiner Stadt ist 72458. Dann antworte ich, meine Postleitzahl ist 72458. Das war Teil 1. Ihr könnt sehen, dass es gar nicht schwer ist, oder? Das sollt ihr zu Hause üben, auf jeden Fall üben, damit ihr in der Prüfung fließend sprechen könnt. Das ist ganz wichtig, fließend und grammatikalisch korrekt sprechen. In Teil 2 muss man zu einem bestimmten Thema Fragen stellen und antworten. Hier sollt ihr nur einfache und am besten grammatikalisch korrekte Fragen stellen. Also wiederholen wir die Grammatik ein bisschen. Es gibt Fragen mit Fragewort und Fragen ohne Fragewort. Welche Fragewörter kennt ihr denn? Wir haben zum Beispiel wer, ne? Wo, was, wie, wann, warum, welche, wie viel und so weiter. Bei Fragen mit Fragewort oder W-Fragen steht das Verb auf Position 2, also hinter dem Fragewort. Zum Beispiel, wo wohnst du? Wo ist hier das Fragewort und wohnst ist das Verb. Bei Fragen ohne Fragewort steht das Verb stattdessen auf Position 1 und danach folgt das Subjekt. Zum Beispiel, wohnst du in München? Wohnst ist das Verb und du ist das Subjekt. Jetzt machen wir ein paar Übungen. Ihr könnt das Video jederzeit pausieren, um mehr Zeit zum Denken zu haben. Jeder Prüfungsteilnehmer muss zweimal die Karten ziehen. Das heißt, ihr müsst zwei Fragen stellen und zwei Fragen beantworten. Auf jeder Karte steht das Thema und ein Wort. Ihr müsst eine Frage mit dem Wort zu dem Thema stellen. Machen wir mal ein paar Übungen. Unser erstes Thema ist Essen und Trinken. Und das Wort ist Frühstück. Kennt ihr das Wort? Welche Frage würdet ihr mit dem Wort stellen? Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Ich habe heute zum Frühstück Brot mit Marmelade gegessen. Ich habe heute zum Frühstück Brot mit Marmelade gegessen. Ich habe heute zum Frühstück Brot mit Marmelade gegessen. Wir haben das Wort Bier. Bier. Trinkst du gern Bier? Trinkst du gern Bier? Ja, ich trinke sehr gern Bier. Ja, ich trinke sehr gern Bier. Nein, ich trinke kein Bier. Nein, ich trinke kein Bier. Das zweite Thema ist Einkaufen. Einkaufen. Zeitung. Zeitung. Entschuldigung, wo kann ich eine Zeitung kaufen? Entschuldigung, wo kann ich eine Zeitung kaufen? Entschuldigung, wo kann ich eine Zeitung kaufen? Am Kiosk. Am Kiosk. Oder in der Buchhandlung. In der Buchhandlung. Obst. Obst. Wo kaufen Sie Obst? Wo kaufen Sie Obst? Wo kaufen Sie Obst? Auf dem Markt. Auf dem Markt. Im Supermarkt.
im Supermarkt. Das nächste Thema ist Wochenende. Wochenende. Familie. Familie. Wohin fahren Sie mit Ihrer Familie am Wochenende? Wohin fahren Sie mit Ihrer Familie am Wochenende? Wohin fahren Sie mit Ihrer Familie am Wochenende? Wir fahren ans Meer. Wir fahren ans Meer. Oder wir fahren nach München. Wir fahren nach München. Ausflug. Ausflug. Möchten Sie am Wochenende einen Ausflug mit mir machen? Möchten Sie am Wochenende einen Ausflug mit mir machen? Möchten Sie am Wochenende einen Ausflug mit mir machen? Ja, gerne. Ja, gerne. Leider habe ich keine Zeit. Leider habe ich keine Zeit. Nun kommen wir zum dritten Teil der Prüfung. Hier muss man Bitten formulieren und darauf reagieren. Jeder muss zweimal Karten ziehen. Auf jeder Karte steht ein Gegenstand, aber nicht im Wort, sondern im Bild. Ihr müsst wissen, was das ist, ne? Und eine Bitte mit dem Gegenstand, also mit dem Wort, formulieren. Jetzt machen wir ein paar Beispiele. Was ist das? Das ist ein Heft. Heft. Kannst du mir bitte dein Heft geben? Kannst du mir bitte dein Heft geben? Kannst du mir bitte dein Heft geben? Ja, natürlich, bitte. Ja, natürlich, bitte. Das nächste Bild. Was ist das denn? Das ist ein Bleistift. Bleistift. Kannst du mir bitte einen Bleistift leihen? Kannst du mir bitte einen Bleistift leihen? Kannst du mir bitte einen Bleistift leihen? Ja, natürlich, bitte. Oder ich habe leider keinen Bleistift. Ich habe leider keinen Bleistift. Und was ist das? Das ist ein Glaswasser. Ein Glaswasser. Kannst du mir bitte ein Glaswasser geben? Kannst du mir bitte ein Glaswasser geben? Ja, natürlich, bitte. Welche Bitte könnte man hier formulieren? Können Sie die Musik bitte leise machen? Es ist schon spät. Können Sie die Musik bitte leise machen? Es ist schon spät. Können Sie die Musik bitte leise machen? Es ist schon spät. Ja, natürlich. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ja, natürlich. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ja, natürlich. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Das war die mündliche Prüfung. Sie ist doch gar nicht schwer, oder? Hauptsache ist, dass ihr die Vokabeln zu wichtigen Alltagsthemen beherrscht, wie zum Beispiel Tagesablauf, Schule, Essen und Trinken, Kleidung, Wetter, Wohnung, Reisen und Uhrzeiten. Um zu wissen, welche Wortschatz für die Niveaustufe A1 relevant ist, schaut euch unbedingt das Dokument in der Infobox an. So, ich hoffe, meine Tipps sind für euch nützlich und wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Prüfung. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir sie bitte in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, um neue Videos nicht zu verpassen.
fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.